So, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar probiere ich jetzt hier mal was Neues. Ich glaube, ich nenne das Stiftung Spatentest oder sowas. Schaufeltest. Stiftung Schaufeltest. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, ich muss mal gucken. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier eine interessante Schaufel für alle Feld- und Wiesensondler. Habe ich hier von meinem Sponsor mal zugeschickt bekommen. Hat gemeint, ich soll mir die mal angucken und soll mal meine Meinung dazu sagen. Gut, ich laufe zwar eher im Wald rum, aber ich muss sagen, wenn ich mal auf ein Feld gehe, ich habe ja immer das Pech, bei uns in der Gegend sind sehr wenig Felder. Ja, ich hatte auch meinen Bauern gefragt und der hat nur gemeint, ja, im Sommer. Okay, ich gucke mal, ob ich im Sommer bei 50 Grad in der Sonne oder so auf dem Feld rumlaufen will. Ansonsten, egal, irgendwann werde ich es mal ausprobieren. Super genial, das Ding. Echt gut. Ich mag ja eh Whites, bin ich ja eh Fan von. Ja, wie ihr seht, es ist der Whites Premium Spaten. Von vorne an ist mir was aufgefallen. Und zwar, ihr seht das, diese Biegung hier. Ja, am Anfang dachte ich mir, warum ist es nicht wie bei den anderen direkt hier, ja, direkt am Blatt angeschweißt? Und so. Und zwar hier ist ja so eine Biegung. Und die anderen, die sind ja hier direkt. Ja, ist der Schaft hier direkt am Blatt dran. Ist hier nicht so, habe ich mich am Anfang gewundert. Denke, okay. Aber das Ganze hat zwei Vorteile. Erstens ist die Hebelwirkung etwas besser, ja, durch diesen Winkel. Und zweitens, ihr könnt, wenn der Boden hart ist, den ganzen Fuß seitlich hier drauf stellen. Ja, und es wird nicht hier blockiert. Ja, als wenn das jetzt hier angeschweißt wäre, dann habt ihr nämlich nur die zwei Hälften. Aber wenn das so ist, könnt ihr hier komplett den ganzen Fuß draufstellen und komplett mit eurem ganzen Fuß gleichmäßig Druck auf diese Schaufel auswirken. Ja? Was ich absolut geil finde. Gute Idee. Und jetzt kommen wir zu dem Herzstück, das Blatt. Diese Tasche ist nicht da, um die Schaufel zu schützen, sondern ihr werdet es gleich sehen, was ich meine. Extrem geil. Ja? Seht ihr? Ja? Also. Richtig cool, ja, diese Teile. Also die schneiden wirklich alle Wurzeln durch und da bleibt auch nirgends mehr hängen. Und das ganze Blatt ist komplett geschärft außen. Nicht so, dass ihr euch schneiden könnt natürlich, ne? Da ist also, na, Finger noch dran. Aber ja, richtig schön scharf, komplett außenrum, links, rechts gezahnt, ja, dass auch alle Wurzeln durchgetrennt werden. Geknickt für extra Stabilität. Also das Ding ist wirklich für Feld- und Wiesensondler richtig geil. Ja? Also ich freue mich, wenn ich irgendwann mal einen Acker kriege, dass ich es mal ausprobieren kann. Macht auf jeden Fall einen sehr, sehr soliden Eindruck und ihr hört, ja, das klingt sehr stabil. Ne, Verarbeitung, ich meine, Whites ist eh bekannt, ja, bei Detektoren auch schon, dass sie eine klasse Verarbeitung haben und die Schaufel hier, wie gesagt, sehr interessant. Sehr interessant. Und wie gesagt, nochmal, ihr könnt hier den ganzen Fuß draufstellen und könnt gleichmäßig Druck verteilen auf diese Schaufel. Jo, die schneidet sich dann in den Boden. Ja. Sehr krasses Design. Finde ich ziemlich cool. Die Maße, ja, die ist so 92 cm, glaube ich. 95, 92 oder 95 cm. Liegt gut in der Hand. Stabiler Griff. Ja, wie ihr seht, das Griffstück ist ein bisschen dicker als der Schaft an sich, liegt sehr gut in der Hand, ist hohl, ja, abgerundete Kanten, dass ihr euch nicht hier verletzen könnt oder so. Ja, also es ist nichts scharf, alles schön geschliffen und ja, Verarbeitung, wie gesagt, richtig gut. Also mir gefällt das Ding. Wie gesagt, wenn es eine kleine Version gäbe, würde ich sie gerne für den Wald mal ausprobieren. Diese ist ein bisschen zu groß. So ungefähr. Das wäre dann für den Wald gut. Aber wie gesagt, für das Feldsondeln, da habt ihr eh eine ganz andere Signaldichte und da kommen viel mehr Signale. Und ihr habt sogar schön Platz, weil sie so lange ist, wenn ihr selbst Videos machen wollt, für zum Beispiel hier eure Halterung hinzumachen, für die Action-Cam oder was auch immer. Ne? Ganz normale Halterung dran, zack. Und da könnt ihr auch wunderbar selbst eure Videos mitmachen und filmen. Also ich finde es echt eine gute Schaufel. Macht einen guten Eindruck und wie gesagt, ich freue mich schon, wenn ich es irgendwann mal auf dem Acker ausprobieren darf.
Ja, wie gesagt, also das macht einen guten Eindruck, dieses Teil. Wenn ich sie teste, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid, nimm sie mit und kaufen können das sie beim Benny, ja, beim sondelpowershop.de. Gut, hoffe, kleine Info-Video hat euch gefallen. Wie gesagt, klasse Teil, gutes Design, durchdacht. Ja? Und dann bis zur nächsten Folge, Lord of Treasure.